Hallo, hier ist der Daniel vom Session-Meinl Flagship Store aus Walldorf und ich bin hier gerade im Gutenstetten, um schon mal einen Blick auf die Neuheiten 2024 zu erhaschen. Ich denke, ich bin da jetzt im Moment auch tatsächlich der Erste, der da mal so drauf gucken darf, was mich natürlich sehr freut. Da hätten wir unter anderem ganz viel aus der Meinl Pure Alloy Serie. Unter anderem diese Soundwave Hi-Hats, einmal in 14 Zoll und einmal in 15 Zoll. Ganz interessant für die Drummerinnen, die einen ja etwas, sag ich mal, helleren, traditionelleren, europäischeren Schlagzeugsound bevorzugen. Die sind sehr kontrolliert vom Klang. Ich finde, sie klingen sehr schön, sind sehr schön pingy, sehr schön glasig. Ist also so wirklich für, ja, für etwas lautere Rockmusik wirklich sehr, sehr gut geeignet. Dann hätten wir noch die Thin Crashes, ebenfalls aus der regulären Pure Alloy Serie. Bisher war ja alles aus der Pure Alloy Serie eher dickemäßig Medium. Jetzt hat man sich auch dazu entschlossen, tatsächlich Thin Crashes mit ins Programm zu nehmen, was ich persönlich auch sehr gut finde, weil sie haben einen relativ warmen Klang, auch eher im helleren Tonspektrum, aber nicht irgendwie super brittly für Recording, wahrscheinlich wirklich super interessant und auch eine super Ergänzung, weil sie eben relativ warm und relativ weich und relativ angenehm klingen. Die gibt es in den Größen 16, 18 und 20. Dann hätten wir hier noch zwei Splashbecken, einmal in 8 Zoll, einmal in 12 Zoll. Das 10 Zoll ist ja bereits schon einige Jahre im Sortiment. Also hier auch nochmal eine Ergänzung um zwei weitere Größen. Und dann hätten wir hier noch die Thin Rides. Ebenfalls neu, bisher auch wie bei Pure Alloy gewohnt, wie ich bereits eben erwähnt habe, nur bisher Medium erhältlich. Jetzt ebenfalls in Thin, in 20 Zoll, einmal in 22 Zoll. Auch hier gilt eigentlich dasselbe, was ich bei den Crashes gesagt habe. Sie klingen relativ warm, auch eher helleres Tonspektrum, aber trotz allem nicht irgendwie super ohrenbetäubend, sodass man sie wirklich auch für eine wirklich ja, breite Stilistik wirklich einsetzen kann. Ich habe sie eben probiert, mir gefallen sie sehr, sehr gut. Und von diesem Podest hier, last but by no means least, haben wir noch das 18er Trash China. Interessant zu sehen im Vergleich zu den anderen Trash Crashes, die es beispielsweise aus der HCS-Serie gibt, ist die Tatsache, dass die Löcher hier wirklich so, ja, sag ich mal, mehr in der Mitte ausgestanzt wurden, was natürlich nochmal den Sound wesentlich tatsächlich beeinflusst. Auch wie ich finde, auch hier wieder eigentlich eine ganz coole Ergänzung zum wirklich regulären Pure Alloy Sortiment. So, das war's erstmal für dieses Podest. Kommt gerne vorbei, probiert die Teile an. Ich habe sie alle vorrätig bei mir in dem Flagship Store in der Filiale in Walldorf. Wie ich finde, sind es echt ganz, ganz coole Ergänzungen und wirklich ja, neue und auch wirklich sinnvolle Sounds, die man jetzt da in der Pure Alloy Serie findet. Also, wie gesagt, individuell antesten, unbedingt empfehlenswert. Kommt vorbei und dann sehen wir uns.